Ja, das Motiv ist noch weiter unklar, aber zum Unfall mit einem gestohlenen LKW im hessischen Limburg gibt es nun neue Details. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen seit 2015 als Flüchtling in Deutschland lebenden Syrer. Der 32-Jährige soll nach ersten Erkenntnissen keine Kontakte zu Salafisten oder anderen islamistischen Extremisten gehabt haben. Allerdings schweigt der Mann bisher in den Verhören und deshalb wird ein Anschlag weiter nicht ausgeschlossen. Berichte über eine Terrorattacke will die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main bisher nicht bestätigen. Fragen wir nach bei unseren Reportern, die natürlich auch die Situation beobachten. Marie Pschwiller ist für uns in Limburg und Michael Wöhnweber ordnet das Ganze politisch ein. Sollte es wirklich ein Terroranschlag gewesen sein vor dem Kanzleramt in Berlin? Marie, fangen wir bei dir an. Wie ist der aktuelle Stand? Im Moment haben wir ja neue Informationen bekommen, aber dennoch halten sich die Ermittler ja noch zurück. Ja, also mittlerweile kursieren einige Informationen, aber das eben alles nur Medienberichte, also von offizieller Seite bestätigt tut das weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei. Es ist so, dass der Mann gestern Abend also auch stark beschleunigt haben soll, bevor er eben auf diese an der Ampel wartenden Fahrzeuge gefahren ist. Und er soll eben gestern mehrmals versucht haben, einen LKW zu kapern, bis ihm das dann gelungen ist. Also das sind ganz verschiedene Details, die nur ans Licht kommen. Er soll 2015 nach Deutschland gekommen sein als Flüchtling aus Syrien, soll eben seitdem subsidiären Schutz auch genossen haben. Was genau ihn nun zu dieser Tat gestern bewogen hat, das ist bislang noch nicht klar, denn er ist wohl der Polizei bekannt, soll der Polizei bekannt sein, aber eben nicht als Gefährder oder Ähnliches. Er soll auch keine Kontakte zu Islamisten, zu Salafisten gehabt haben. Also wie genau das zusammenhängt, was da gestern nun wirklich sein Antrieb gewesen ist, das ist bislang eben noch im Dunkeln. Er soll sich auch noch nicht eingelassen haben. So zumindest hören wir das. Aber wir haben eben diesen Unfall gestern, diese Tat nochmal für Sie zusammengefasst. War es ein Terroranschlag? Bis zum Morgen wurden in Limburg Spuren ausgewertet. Der weiße LKW wurde untersucht. Aus Sicherheitskreisen heißt es jetzt, der mutmaßliche Täter habe den Laster womöglich absichtlich in die Autos gelenkt. Am Abend war der LKW ungebremst in mehrere Fahrzeuge gerast. Zeugen berichten, der Fahrer habe kurz vorher noch einmal stark beschleunigt. Und das auf einer Hauptverkehrsstraße mitten in Limburg. 17.20 Uhr war natürlich auch viel los auf der Straße, sodass dieser Vorfall mit dem LKW natürlich auch eine entsprechende Wirkung hatte. Mehrere Menschen wurden verletzt, darunter auch der mutmaßliche Täter. Ein Syrer, der sich seit 2015 in Deutschland aufhält. Kurz bevor er in die Autos rast, kapert er den weißen LKW nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt. Der rechtmäßige Fahrer berichtet: Plötzlich hat ein Mann, den ich nicht kenne, die Fahrertür des LKW aufgerissen und mich mit weit geöffneten Augen angestarrt. Was willst du von mir, habe ich ihn gefragt. Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn nochmal gefragt. Dann hat er mich aus dem LKW gezerrt. Bereits mehrfach soll der verdächtige Syrer versucht haben, einen LKW zu kapern. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist bislang noch unklar. Marie, wir haben es ja gerade gehört, der Täter hat offenbar mehrmals versucht, einen LKW zu stehlen. Das ist ihm dann erst gestern Nachmittag gelungen. Aber zumindest sieht das ja nicht nach einer wirklich spontanen Tat aus. Das stimmt, das deutet bislang eben nicht darauf hin. Interessant ist auch, dass eine der Zeugin ihn auch beschrieben hat, als dass er sehr neben der Spur wirkte, also als hätte er auch unter starkem Drogeneinfluss gestanden. Auch das muss man natürlich jetzt erstmal prüfen. Aber das sind sicherlich jetzt die Erkenntnisse, dass er das mehrmals versucht haben soll. Das muss ja auch aus Zeugenaussagen stammen, denn die Polizei, die haben die ganze Nacht über auch nochmal Zeugenaussagen vernommen und natürlich auch ausgewertet und auch über die sozialen Netzwerke nochmal aufgerufen, dass man alles, was man hat an Informationen, an Videos, an Fotos, dass man eben alles das der Polizei zur Verfügung stellt, um Klarheit zu bringen, was genau passiert ist. Und wir hoffen natürlich jetzt in der nächsten Zeit wirklich mal Bestätigung von offizieller Stelle zu bekommen, diese ganzen Informationen, die jetzt hier durch den Raum schweben, um die irgendwie einzuordnen. Bislang ja, stellt man sich da quasi fast tot, kann man sagen. Also weder Polizei noch LKA noch Generalstaatsanwaltschaft sind bislang für uns zu sprechen. Wir bleiben da natürlich dran. Und wir schauen natürlich auf die aktuelle weitere Entwicklung. Michael Wöhnweber vor dem Kanzleramt. Michael, das Ganze erinnert natürlich an den Dezember 2016, als der LKW auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gerast ist. Offenbar hat der Syrer versucht, einen ähnlichen Vorfall zu instrumentalisieren. Und
Die Generalbundesanwaltschaft hat jetzt noch einmal klargemacht, wir ermitteln noch nicht wegen Terrorverdachtes. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist zuständig. Aber gibt es bereits ein Statement auch vom Bundesinnenminister? Also zuerst einmal muss man feststellen, dass es noch relativ ruhig ist, was politische Reaktionen betrifft. Denn man wartet offensichtlich auch noch auf nähere Erkenntnisse, um diesen Vorfall tatsächlich einzuordnen. War es Terror, war es kein Terror? Auch der Innenminister Carsten, der hält sich zurück. Der ist ja beim Innenministertreffen in Luxemburg. Derzeit hat sich dort am Rande geäußert, aber dann doch sehr vage. Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist. Also auch Horst Seehofer wartet auf weitere Erkenntnisse, um das einzuordnen. Was interessant gewesen ist, noch in seinen weiteren Ausführungen, dass die Gefahr eines Anschlages weiterhin hoch ist. Also diese abstrakte Gefahr, so hat er es formuliert, aber nicht nur durch islamistischen Terror, sondern auch durch Terror von rechts. Und diese beiden Arten von Terror, die hat er quasi in einem Atemzug genannt, also auf die gleiche Stufe gehoben. Er sieht also letztendlich die Gefahr von Terroranschlägen von beiden Seiten gleich hoch. Michael Wöhlenweber, vielen Dank für diese Einschätzungen.